Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und salut et fraternité citoyen, les spectateurs, zu einem weiteren Teil von Let's Play Napoleon Total War mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück in Frankreich und ich hatte ja vor, diese Armee von Jean-Baptiste Bernard dort hier rüber zu verlegen. Das machen wir jetzt auch am Anfang mal direkt. Ich möchte doch mal gerade jetzt aber, wenn diese Truppen sich bewegt haben, zu gerne wissen, mit wem die Niederlande da so einen Clinch haben. Warum laufen die jetzt auf einmal hier rum? Ich finde es ein bisschen merkwürdig. Wir haben wieder ein bisschen mehr finanziellen Spielraum. Den werden wir jetzt auch effektiv in ein paar Truppen einsetzen. Und zwar gucken wir mal kurz. Ja, wir nehmen die Voltigeure, glaube ich. Ja, die Präzision ist da schon ein schlagendes Argument, wie ich finde. Oder man will es nochmal ein bisschen anders. Wir nehmen erstmal die obligatorischen vier Einheiten hier. Die Dragoner will ich nicht. Die Chasseur will ich auch nicht. Wow, krass. Wir haben hier schnell eine dicke Armee stehen. Das müssen wir auch mal gerade sagen. Krass. Okay, machen wir die Truppen noch fertig. Und dann gucken wir mal weiter auf der anderen Seite. Es wäre nicht so unschlau, noch ein bisschen auf die Fertigstellung der Militärakademie zu warten, ne? Erhöht ihr denn die Erfahrungsstufe der Voltigeure? Immerhin um einen Punkt, ne? Naja, ist okay, gut. Meuterei in Fort Vellore. Die Söhne von Tipu Sultan, dem ehemaligen Herrscher Mysuras, haben einen Aufstand der Sepoy gegen die britische Ostindien-Kompanie im südindischen Vellore initiiert. Obwohl der Aufstand nur einen Tag dauerte, forderte er auf britischer Seite 200 Opfer. Der Unmut unter den Sepoy hatte aufgrund von Änderungen an ihrer Kleiderordnung, die nun Gesichtsbehaarung und das Tragen hinduistischer Zeichenverbot zugenommen und ein gefährliches Maß erreicht, nachdem Sepoy für die Missachtung dieser neuen Regeln bestraft worden waren. Unter dem Vorwand, die Hochzeit einer Tochter des verstorbenen Tipu Sultan zu besuchen, versammelten sich die Verschwörer Anfang Juli vor dem Fort. Im Schutze der Nacht wurde das Fort umzingelt und die Aufständischen begannen mit der Ermordung seiner europäischen Bewohner. Am Morgen hatten sie das Fort unter ihre Kontrolle gebracht und Fetch Haider, der zweite Sohn Tipu Sultans, der heißt nicht Fetch Haider, der heißt Fateh Haider wahrscheinlich, aber das ist so klein gedruckt bei Empire, das kann man kaum lesen, also ich bitte um Entschuldigung. Man kann den Namen vielleicht tatsächlich aus auch Englisch aussprechen. Tja, ich weiß jetzt gerade selbst nicht mehr, wurde zum König von Mysur ausgerufen. Der Aufstand wurde beendet, als die durch einen entkommenen Offizier alarmierte Madras-Kavallerie aus Achkot eintraf und sich durch die nicht ausreichend gesicherten Tore des Forts Zugang verschaffte. Es folgte ein Gemetzel, dem beinahe 700 Rebellen zum Opfer fielen. Infolge des Aufstandes verlor der Gouverneur von Madras seinen Posten. Die Ostindien-Kompanie mischte sich von da ab nicht mehr in die religiösen Traditionen ihrer Soldaten ein und die Sepoy wurden nicht mehr ausgepeitscht. Das klingt ja echt ganz schrecklich. Da muss ich irgendwann auch noch was nachreichen. Wir sind aber momentan noch beim Russland-Feldzug. Da will ich jetzt ungern ein neues Thema anschneiden. Das führt sonst, glaube ich, echt ein bisschen zu weit weg. So, wir haben jetzt ja hier noch diese andere russische Armee stehen. Du gehst mal gerade hier so ein Stückchen raus. Und du gehst mal gerade hier so ein Stückchen rein. Und jetzt können wir eigentlich hier den nächsten Angriff unternehmen. Wir stehen hier eigentlich ganz gut. Aber wir machen die Schlacht nochmal selbst. Das ist ja nur halb gewertet. Das ist mir ein bisschen zu schlecht. Da geht mit Napoleon definitiv mehr. Also es macht mir großen Spaß, dieses Napoleon-Let's Play. Das hätte ich am Anfang nicht so unbedingt gedacht. Es wurden noch ganz viele andere Let's Plays angefragt, Medieval zum Beispiel. Genau, Medieval wurde angefragt. Und noch einige andere Spiele. Rome 2 wurde nochmal angefragt, habe ich auch noch Lust drauf, das stimmt.
Und dann noch Attila wurde auch noch angefragt. Natürlich neben dem All-Time Classic Heroes of Might and Magic. Da muss ich auch echt wieder weiter rangehen. Das ist mir momentan noch ein bisschen unangenehm. Das habe ich noch nicht so gemacht. Und da weiß ich, dass ihr darauf wartet. Insofern ist mir das momentan doppelt unangenehm. Gut. Ich schlage vor, weil wir doch hier eigentlich so eine schöne Ausgangssituation haben, kommt immer gerade hier weg. Wir stellen nochmal die Artillerie hier auf. Eine Sache, die ich sehr merkwürdig fand, die ist mir jetzt mittlerweile aufgefallen. Vielleicht könnt ihr mir das genauer nochmal erklären. Oder mittlerweile hat sich es vielleicht sogar schon geklärt, weil ich den Part hier im Voraus produziere. Das war die Sache mit der Artillerie. Ich habe ja sehr oft gehört, ich müsse meine Artillerie effektiver einsetzen. Ich würde viele Friendly Fire Verluste dadurch produzieren. Ich muss mal gerade gucken, ob das hier eine wichtige Nachricht von meiner Frau ist. Ein bisschen komisch. Ich muss mal gleich gucken, was da los ist. Aber interessanterweise haben mir ganz viele Zuschauer eben nicht gesagt, wie genau denn jetzt so eine optimale Artillerieaufstellung aussieht. Worüber ich mich echt freuen würde, macht doch einen Screenshot und schickt mir den auf Facebook oder schickt mir den einfach an meine E-Mail, an guntershadow@gmail.com. Da würde ich mich auch drüber freuen. Macht einen Screenshot und schickt mir den und dann kann ich euch auch nochmal in dem Video erwähnen und kann dann sagen, hier, mein Zuschauer XYZ, der hat mir das geschickt. So, ich muss jetzt einen kurzen Cut an der Stelle machen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Es kann also losgehen mit dieser... Ach Gott, unsere Truppen sind wieder so super erholt. Nur die Kavallerie hat noch ein bisschen gelitten. So, dann gucken wir mal. Bitte hier einmal... Bist du jetzt abgeprotzt oder aufgeprotzt? Shit, ich glaube, ich habe es genau falsch gemacht, ne? Ja, jetzt stehen die wieder auf dem Gaul, ne? Ah, so ein Quark, ey. Mann. Dann machen wir Folgendes. Hä? Oder doch nicht? What? So, dann gucken wir mal, wenn die Hotte Hüße jetzt näher kommen. Guck mal da schnell. Ja, das haut nicht mehr hin. Na, komm, was sollst du machen? Stopp. Wie, was, hä? Mann, Moment. Was? Hä? Ich kann jetzt nicht mehr... Und nachdem ich die jetzt... Ich bin gerade total verwirrt. So, gib mir bitte mal ganz kurz die Zeit, dass ich hier nochmal ein bisschen mich umorganisiere. So.
Ah, okay, dann verzieht euch bitte. Ich hätte jetzt gar nicht gewusst, ich habe jetzt nicht gewusst, dass die dann die Hotte Hüs wegschicken und dann gar nichts mehr machen, aber ich habe gedacht, ich setze die, doch, sie haben ein bisschen was verloren auch. Ich habe nur gedacht, ich setze die lieber auf den Nahkampfmodus, bevor mir da die gegnerische Kavallerie reinbrettert, die dann nachher alles platt macht. Ach, guck mal da, und ich kann wieder dahin zurück. Die sind dann jetzt nur stationär, oder wie, oder was? Du machst irgendwas Komisches. Hier spielt man wieder so die Artillerie nicht so mit, wie ich will, ne? Vor allen Dingen habe ich hier... Was sind denn das hier für komische... Naja, egal. Es wird alles wieder gut. Leute, es wird alles wieder gut. So, jetzt schnell hier ranrücken. Oh, ich kann die jetzt hier aber echt komplett einkesseln. Ah, und bei dir hat das jetzt geklappt. Okay. Gut. Okay. Ah, die Kavallerie schießen wir schon mal ganz gut zusammen. Nee, komm wieder zurück, bitte. Und dann werden wir auch gleich ein bisschen weiter nach vorne laufen. Ja, die schießen nicht richtig, ne? Wir sind mal wieder so atzlig und schießen auf den General. Mit unserer Artillerie. Komische Laufrichtung, mein Freund. Aber gut, wenn er das so machen will, dann soll er das so machen. Wow. Was war denn das jetzt gerade wieder für eine Aufstellung? Meine Güte, dieses Spiel hasst mich. Ja, sorry, das sage ich ja immer, ne? Gut gemacht, Männer. Gut gemacht, Männer. Einmal voll an der Salve vorbeigeritten. Oh, fuck. Komm da weg. Komm da weg. Also ich bin auch so ein Talent darin, meine Einheiten immer genau im falschen Moment hier rumlaufen zu lassen. Es gibt halt dummerweise kein intelligentes Autofeuer in diesem Spiel. Sonst wäre es vielleicht auch wirklich ein bisschen zu einfach. Ein
Eine unserer Einheiten verfügt über keine Munition mehr, Sir. Das ist nicht so schlimm. Dann mache ich jetzt den Plänkelmodus aus. Tja, also die Artillerie hat mich hier definitiv im Stich gelassen, finde ich. Okay, wir haben den General schon mal erwischt. Gut. Oder warte mal. Charge mal hier. Eine unserer Einheiten verfügt über keine Munition mehr, Sir. Komm mal da raus. Oh, tatsächlich eine Einheit geflüchtet. Naja, okay, da habe ich mich jetzt aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so wirklich drum gekümmert. Ich habe ihm da schon so ein bisschen diesen Hügelvorteil gelassen. So, er hat jetzt mal bitte alle aufzuschießen. Sogar meine Garde-Infanterie. Die haben meine Garde zusammengeschossen. Ach du meine Fresse. Jetzt hagelt es hier wahrscheinlich wieder Kritik in den Kommentaren ohne Ende. Du bist bekloppt. Du musst ja die Garde schützen. Die ist viel zu kostbar und so. Ja, das stimmt. Sie ist viel zu kostbar. Das war's, ne? Ja. Stopp, Pause. Feuerbefehl aus. Bei dir den Feuerbefehl aus. Gut, wir reiben auf. So, jetzt müssen wir noch die anderen finden. Das sind aber nicht mehr viele Truppen, ne? Okay. Heide, nei, da habe ich nicht auf meine Garde aufgepasst, aber ich finde das auch so dämlich, dass man die Einheiten hier nicht sortieren kann. Das würde es mir ein bisschen einfacher machen, da den Überblick zu behalten. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, aber ihr wisst es wahrscheinlich ja auch, einfach schon vom Zugucken, ich bin halt kein routinierter Napoleon-Spieler. Definitiv nicht. Also das... Ich habe auch nicht viele Spielstunden in Napoleon. Ich weiß gar nicht mehr. Habe ich das mal irgendwann publik gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe mal irgendwann eine Schlacht gegen Pilo geschlagen. Und das habe ich aber schon mal gesagt. Ne? Da hatte Pilo irgendwie... Keine Ahnung. Der hatte irgendwie bei... oder nee, das war bei Shogun. Stopp. Nee, der hatte da irgendwie alle Abzeichen und alle Erfahrungsränge und was weiß ich. Und ich hatte halt noch nichts. Ich habe nämlich hatte zu dem Zeitpunkt nicht eine einzige Online-Schlacht bei Shogun gemacht. Gut. Aber dafür haben wir diese Armee jetzt aufgerieben. Dann geht es ja gleich weiter mit der Unruhe. Achso, das ist, weil keine Armee drin steht, ne? Das vergleichen wir mal schnell. Gut. Das da sieht doch passabel aus. Da kann ich sogar besteuern. Das ist hervorragend. Da kann ich nämlich mit Napoleon direkt weiter marschieren. Jetzt mal einfach nur hier in der Überzeugung, dass hier wahrscheinlich nicht nochmal eine Revolte ausbricht. Minsk wäre gut, aber unser Ziel heißt definitiv Novgorod. Ja, definitiv. Wir müssen nach St. Petersburg.
da wo sich Alexander verschanzt hatte, seinerzeit, also was heißt seinerzeit, das ist 5 Jahre in der Zukunft, ne? beziehungsweise 6 Jahre in der Zukunft. Das ist also alles noch Zukunftsmusik. Wir haben Geld übrig. Sollen wir das ausnahmsweise mal sparen? Ne, belagert noch. 3 Runden bis zur Kapitulation. Ja, wir gehen da mal noch ein bisschen plündern. So, oder soll man nicht sparen? Gerade 3 Runden braucht das Dingen. $7.200 ist zu teuer. Wir können das Sägewerk bauen, das macht ja die Gebäude günstiger. Das ist sicherlich nicht schlecht. Ich krieg gerade wieder einige Nachrichten und ich muss da mal gerade gucken. Verzeiht die Unterbrechung. So. Nichts Dringendes zum Glück. Gut, alles klar. Bla 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 bla. Bauen, bauen, bauen. Wir brauchen noch Gebäude. Noch Italien ist gut. Ach, ist zu teuer. Das können wir uns gar nicht leisten. Dann sparen wir die Kohle jetzt mal. Wir sparen das jetzt mal eine Runde. Das schadet auch nichts. Aha, da ist noch eine russische Armee. Guck mal da. Nö, ist okay. Ah, Engländer. Da kommen Engländer. Und jetzt ziehen sich auf einmal die Russen dann doch zurück, nachdem sie merken, dass da ein Günner auf St. Petersburg oder Murat auf St. Petersburg marschiert. Da haben die nämlich keinen Spaß mehr dran. Ja, ich werde nicht viel weiter als diese hier avisierten... Oh nein, ist nicht dein Ernst. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Wir nehmen einen General. Nehmen wir Brünn. Brauchen hier auf jeden Fall noch einen ordentlichen General. Ne, das machen wir automatisch. Ich will eigentlich nicht... Ich will eigentlich nicht, dass Moskau sich hier noch erholt. Deswegen lassen wir Novgorod offen und nehmen lieber St. Petersburg ein. Eine Stadt, die sich eher lohnt. Jetzt nötigen wir ihn nämlich dazu, Novgorod einzunehmen. Das wird ihm gar nicht so viel bringen. Das kann er sich aber gerne wiederholen mit dieser Armee. Ich sollte nur nicht außer Acht lassen, dass hier gerade eine Armee auf dem Weg nach Riga ist. Also wir müssen schauen, dass wir hier nicht gegen eine brachiale Übermacht ankämpfen müssen. Ist eigentlich schlauer, hier mit Napoleon weiter im Süden vorzustoßen. Ist auf jeden Fall das größere Verdienst.
Ein verdächtiger Tod. Das ist schon atzlig. Ja, Straßen ausbauen ist auf jeden Fall auch gut. Okay. Ja, die Steuern hier, die nehmen wir mal mit. $4.500 kostet so eine Straße, ist schon stark, ne? Ja, wir machen ein Infrastrukturprogramm. Warte mal, aber ich habe das hier gerade an einer doofen Stelle gebaut. Das lassen wir mal hier weg. Das lassen wir mal auch in den neu eroberten Gebieten. Sollte man nicht unbedingt die Infrastrukturmaßnahmen nehmen. Das spielt dem Gegner unter Umständen in die Karten. Keine Anstalten, mit der nächsten Invasionsarmee zu kommen. Das stimmt mich doch schon mal friedlich. Portugal ist immer noch verbündet. Das ist doch hervorragend. Wir gucken mal gerade. Feindlich sind Großbritannien und Russland. Wir könnten alternativ uns auch überlegen, aber das machen wir dann im nächsten Part, ob wir Russland schon vielleicht einen Friedensvertrag abnötigen. Ich meine, ich brauche Estland und Livland nicht unbedingt. Das müssten wir halt auch davon abhängig machen. Das müssen wir auch davon abhängig machen, wie Preußen sich jetzt verhält. Aber es ist vielleicht auch nicht so schlecht, denn wir müssen ja immerhin, was müssen wir einnehmen? Ostpreußen, ne? Oder? Das gehört zu unseren Siegbedingungen, ne? Ja. Okay, gut. Also dann sind wir jetzt momentan schon fast in der Situation angekommen, wo wir einen Überraschungssieg schaffen könnten. Also wo man quasi in einem Rutsch mit einem massierten Angriff auf Brandenburg vorstößt und die Preußen damit eigentlich total überrumpelt. Ich möchte mal ganz kurz nach Mecklenburg gucken. Mecklenburg ist verbündet mit Preußen, also es wäre auch möglich, Mecklenburg den Krieg zu erklären und hier über Hannover vorzustoßen oder so. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die wir da wählen können. In jedem Fall ist der Triumph jetzt mehr oder weniger absehbar. Wobei ich jetzt nicht so... Ja, also das ist eine sehr merkwürdige Taktik, die ich hier gespielt habe. Aber ich fand sie eigentlich gar nicht schlecht. War recht entspannt. Der Krieg gegen Russland ist... Wir sind gerade... Also wir haben so... hier schon wirklich so sehr, sehr weit den Bogen gespannt. Also hier haben wir unsere Armeen sehr stark strapaziert. Aber halt auch, weil wir Moskau eingenommen haben und es ja auch gerne halten wollen. Ne? Das ist einfach hier ein ausschlaggebendes Faktum. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir doch an der Stelle noch kurz auf unseren Russlandfeldzug von Napoleon zu sprechen, auf die Frage, ob Napoleon da jetzt eigentlich eine unsinnige Aktion begangen hat, eine Schwachsinnsaktion, die keine Aussicht auf Erfolg versprach, oder ob es dann vielleicht doch unter den gegebenen Umständen für ihn eine sinnvolle Entscheidung gewesen sein mag. Wir haben so ein bisschen Argumente gesammelt dafür, wie wir diese Situation bewerten. Ne? Also die verbrannte Erde spielte da eine Rolle, der Rückzug der russischen Truppen spielte eine Rolle. Woher das kommt, aus welchen Quellen wir das wissen oder ne, meinen zu wissen und welche Quellen dem Ganzen widersprechen. Es gibt eine Sache, die muss man auf jeden Fall
der französischen Generalität zugutehalten. Sie haben Russland sehr genau studiert vorher. Sie haben die einschlägigen Bücher über russische Kriegsführung gelesen. Sie haben, Napoleon hat sich historisch auch mit allen wichtigen Kriegen, in die Russland involviert war, beschäftigt. Er hat vor allen Dingen auch russische Karten studiert, hat das Terrain studiert. Man kann also sagen, das war kein unvorbereiteter Krieg, sondern es wurden die entsprechenden notwendigen Studien vorher angestellt und das auch recht gründlich. Und jetzt muss man dann natürlich doch sagen, ja, aber eigentlich hätte man das doch dann irgendwie ja schon wissen müssen, dass man die Truppen besser ausstatten muss und dass man da ganz anders vorgehen muss und dass das doch klar gewesen sein müsste, dass man hier nicht so einen schnellen Sieg davonträgt. Und da muss man sagen, das ist vielleicht gar nicht mal ganz so gutes Argument. Warum ist es so? Eine große Stärke der französischen Revolutionsarmee bestand eben, nee, Moment, wir machen es anders. Ein großes Defizit bei der französischen Revolutionsarmee hatte was damit zu tun, dass der Trost, den die französische Armee an Versorgung mitführte, immer relativ klein war. Man hat sich häufig doch beim Gegner versorgt und an dessen Nahrungsmittelvorräten zum Beispiel bedient. Man hat deren Pferde mitgenommen und für den Kriegsdienst einfach enteignet und ähnliches. Man hat einfach von den Besiegten gelebt. Und das wirft halt natürlich dann eben die Frage auf, nach dieser verbrannten Erde-Taktik halt eben wieder, ne, hat man da die französische Strategie einfach sofort durchschaut und dann entsprechend drauf reagiert? Es mag so ein bisschen wahr sein, auf jeden Fall. Also man sollte aber eine Sache nicht unterschätzen, nämlich dadurch, dass der logistische Aufwand, den die französische Armee in Europa betreiben musste, relativ niedrig war, war sie sehr beweglich, sehr agil, sehr schnell und dadurch eben vielen europäischen Truppen überlegen. Die russische Kriegsführung sah etwas anders aus. Vor allen Dingen sah die russische Geografie einfach anders aus. Das Land war wesentlich dünner besiedelt. Und hinzu kommt, dass bereits schon im Juli in Russland ein sehr herbsthaftes Wetter einsetzte, von dem man nicht unbedingt ausging. Das heißt also, man wurde schon so ein bisschen von den Witterungsverhältnissen da überrascht. Und jetzt mag man sich die Frage stellen, ja, dann hätte ja eigentlich ja auch wieder klar sein müssen, dass so ein Krieg unter diesen Umständen oder ein Feldzug unter diesen Umständen eigentlich nicht wirklich gut funktionieren kann. Aber wir haben es ja im letzten Part schon gehabt. Es ist nicht so einfach, mit einer Armee umzukehren und mit der den kompletten Rückzug zu machen. Das ist nicht so leicht, ne? Vor allen Dingen, wenn halt eben schon die russischen Truppen drohen. Und Napoleon machte ja auch seine Herrschaft immer in einem hohen Maß von militärischen Erfolgen abhängig. Zumindest hat er diesen militärischen Kultstatus ja gepflegt durch gezielte Propaganda, indem er seine eigenen Leistungen wesentlich höher dargestellt hat als die seiner anderen Generäle, die in seinen Diensten waren und ähnliches. Das steht nochmal auf einem anderen Blatt, aber er musste da schon irgendwie auch wahrscheinlich, stand er unter dem Druck, eben einen militärischen Erfolg gegen Russland vorzuweisen. Und vor allen Dingen wäre das natürlich sehr prestigeträchtig gewesen. Es sah auch am Anfang eigentlich gar nicht so schlecht aus. Die französische Armee konnte relativ schnell vorstoßen. Sie war für einen kurzen Feldzug ausgerüstet. Und man hat am Anfang gemerkt, dass die französischen Truppenverbände sehr, sehr schnell waren. Das hat man daran gemerkt, dass sie sich am Anfang bereits sehr weit von ihren Versorgungstross entfernt haben. Es entstand in der Folge eine relativ große Lücke zwischen den regulären Kampfverbänden und den unterstützenden Verbänden, den Handwerkern, den Sanitätern, die mitliefen und Ähnlichem.
da spielte dann, und dann eigentlich, und das ist eigentlich schon so ein Knackpunkt in diesem Feldzug, und dann spielt das schlechte Wetter im Juli mit rein, nämlich dadurch, dass es zu sehr, sehr starken Regenfällen kam, hatte man zum einen das Problem, dass der Tross langsamer wurde, weil die Fortbewegung durch vom Regen aufgeweichtes Terrain einfach viel, viel schwieriger ist, wenn man halt noch ein Pferd mit Karren hat, als wenn man zu Fuß marschiert. Das heißt, dadurch vergrößerte sich eigentlich eher noch der Abstand, den die Truppen bereits schon vorgelegt hatten. Es war schwieriger, die Truppen mit Nachschub zu versorgen. Es war vor allen Dingen schwierig, die Pferde entsprechend zu versorgen. Da sagen übrigens einige Historiker, da hat die französische Armee einfach eine Fehlentscheidung getroffen. Man hat für die Pferde nicht ausreichend Proviant mitgenommen. Und gerade unter diesen erschwerten Bedingungen seit Juli, also Mitte Juli ungefähr, gerade da war man eigentlich auf tüchtige Pferde, die gut versorgt waren, angewiesen. Und die konnten sich nicht einfach nur dadurch, dass die nachts so ein bisschen Gras gefuttert haben, dadurch konnten die einfach diesen immens hohen Energieaufwand, den sie leisten mussten, nicht decken. Es kam also schon sehr früh dazu, dass viele Pferde nicht mehr tauglich waren oder schon wirklich regelrecht krepierten an der Überbelastung, unter der sie eben standen. Das war schon zu der frühen Zeit ein großes Problem. Da kann man, denke ich, wirklich einen Vorwurf schlechter Vorbereitung machen. Das war wirklich schon so. Auf der anderen Seite aber eine sehr mobile Armee eben. Ne? Man sollte nicht unterschätzen, dass Mobilität immer eine große Stärke von Napoleon gewesen ist und Manövrierfähigkeit. Und immer, wenn man so einen sehr langen Versorgungstross noch mitmanövrieren muss, dann wird die Armee langsamer und unbeweglicher. Und gerade weil Napoleon ja gerne einen möglichst raschen Sieg oder raschen Triumph über Russland wollte, war das durchaus keine ganz unberechtigte Entscheidung. Ja. Eine andere Sache, die das Ganze noch schlimmer gemacht hat, war das Aufkommen von Seuchen, gerade durch die Überschwemmungen, durch das Manövrieren in sumpfigem Terrain. Dann sollte man auch nicht vergessen, dass durch die Überschwemmungen auch die Wasserversorgung beeinträchtigt ist. Jetzt würde man ja normalerweise denken, Moment mal, aber es regnet doch, das ist doch eigentlich total gut. Da kann man sich doch viel leichter mit Wasser versorgen und Ähnlichem. Das mag für unsere Verhältnisse heute gelten, aber wenn man auf Wasserstellen angewiesen ist, die Soldaten waren damals auf Wasserstellen angewiesen, auf natürliche Wasserspeicher. Und wenn diverse Flüsse über die Ufer treten, besteht auch immer eine Wahrscheinlichkeit, dass Fäkalgruben über die Ufer treten. Und fäkalienverseuchtes Wasser ist ein ganz, ganz großes oder ein keimverseuchtes und keimbelastetes Wasser ist ein riesiges Problem für diese Armee gewesen. Es sind zahlreiche Berichte über Ruhrerkrankungen überliefert. Die Ruhr ist eine Magen-Darm-Erkrankung, die zu sehr heftigen Darmentleerungen führt und außerdem verhindert, dass der Körper eben Nährstoffe und Flüssigkeit aufnimmt, weil man sich permanent übergibt oder eben Durchfall hat. Die wurde teilweise in mittelalterlichen Quellen, übrigens fälschlicherweise, als Malaria, was so viel wie schlechte Luft bedeutet, ja, bezeichnet, was einfach was mit dem ganzen Fäkalgestank zu tun hat, den die Truppenverbände, die von der Ruhr befallen waren, eben verbreitet haben. Das ist keine schöne Erfahrung. Die Leute sind daran elendig gestorben. Es ist auch so, und das habe ich, glaube ich, schon mal in einem Let's Play von Rome oder so gesagt, die Pest übrigens, die man ja häufig als diese schlimmste Seuche eben in der Menschheitsgeschichte betrachtet, des Mittelalters, hat gar nicht so im Verhältnis eben gar nicht so wahnsinnig viele Tote zur Folge gehabt, wie man das auf den ersten Blick glauben möchte. Das war natürlich eine entsetzliche Pandemie, an der viele Leute gestorben sind. Wobei man jetzt natürlich nicht genau weiß, ob das wirklich alles die Pest war. Aber die eigentlichen
wirklich diese Geißeln der Menschheit, die wirkliche Geißel der Menschheit waren solche Magen-Darm-Erkrankungen, wie zum Beispiel die Cholera oder die Ruhr. Man geht davon aus, dass die meisten Menschen in der Menschheitsgeschichte an der Cholera gestorben sind und eben nicht an der Pest oder ähnlichen Pandemien, weil die Cholera gab es immer, ja, die Pandemien gab es halt eben nicht immer. So, jetzt habe ich nochmal ein ganz anderes Fass aufgemacht, aber wir müssen jetzt an der Stelle leider unterbrechen. Also wir haben halt hier auch wieder ein Problem. Wir haben auf der einen Seite natürliche Faktoren, wir haben auf der anderen Seite Gesundheitsfaktoren, wir haben auf der anderen, wir haben dann auf noch einer anderen Seite haben wir dann wiederum diesen Faktor der Vorbereitung, die wohl doch in gewisser Hinsicht unzureichend gewesen ist. Es ist eine schwierige Sache, wie dieser Napoleon-Feldzug zu bewerten ist. Wir werden im nächsten Teil nochmal drüber sprechen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und sage macht's gut, bis zum nächsten Mal. À la prochaine fois. Tschüss.